Aus China weht ein kalter Wind in Richtung Westen und wir täten gut daran, uns schon mal ein bisschen winterlich anzuziehen, denn dieser kalte Wind, der bringt Stagflation, der bringt also eine weiter steigende Inflation bei gleichzeitig einer sich abschwächenden, abkühlenden, stagnierenden, vielleicht sogar zurückgehenden Wirtschaft im Westen. Und das will ich Ihnen im Folgenden kurz erläutern, warum das für uns von großer Bedeutung sein wird. Schauen wir uns zunächst mal die miserablen, fast katastrophalen Daten an, wie manche sagen, aus China, vor allem die Retail Sales, also die Einzelhandelsumsätze, 2,5% statt 7,0% erwartet. Wir sehen also eine klare Abkühlung hier. Auch die Industrieproduktion schwächer als erwartet, die Fixed Assets Investments, also praktisch die Investitionen, auch etwas schlechter. Das National Bureau of Statistics aus China hat das so ein bisschen versucht schön zu reden. Ja, es ist immer noch gutes Wachstum und Schnar und Schnipp, aber so richtig überzeugend ist das natürlich nicht. Man führt das auf die Delta-Variante zurück auf der einen Seite und auf auch Flutkatastrophen in China. Auch in China gab es ja solche Bilder, wie wir sie hier in Deutschland, Holland, Belgien gesehen haben. Aber das ist wohl nur die halbe Wahrheit. Fakt ist, dass natürlich die chinesische Wirtschaft sehr deutlich abkühlt und das werden wir, ob wir wollen oder nicht, zu spüren bekommen. Erstens dadurch, dass wir weniger Produkte aus China erhalten, diese ganze Lieferkettenproblematik. Also die Nachfrage hier nicht wirklich bedient werden kann, sodass die Preise weiter steigen. Und auf der anderen Seite eben der Export, vor allem für Deutschland, natürlich nach China sehr wichtig ist. Das ist einer der drei großen Handelspartner Deutschlands neben Frankreich und den USA. Und wenn China hustet, dann kriegt die Welt einen Schnupfen. So ist es inzwischen. Dementsprechend dürfte das von weitreichenden Konsequenzen sein. Schauen wir uns mal andere Ereignisse an in China. Hier Fitch warnt jetzt, dass eine Pleite von Evergrande, dieser große Immobilienentwickler aus Shenzhen, dass das weitreichende Konsequenzen auch für andere Branchen hätte, sozusagen ein Ketteneffekt. Jetzt hat man mitgeteilt, Evergrande, nach einer Sitzung mit Parteigrößen, dass man die Zinszahlungen am 20. September, die dann anstehen, nicht wird bedienen können und wollen. Also die Situation verschlechtert sich hier weiter. Jetzt nimmt Peking andere Branchen weiter unter Druck. Nicht nur Tech, jetzt sind es vor allem Spielcasinos. Sands China fällt 21% an der Börse in Hongkong und Macau Casino. Stock Gok, also praktisch ein Index von Casino-Aktien, der fällt 9,5%. Also das ist jetzt sozusagen die nächste Branche, die hier bekämpft werden soll im Rahmen der Remaoisierung von Xi Jinping. Jetzt werden auch Säuberungen durchgeführt, etwa bei Banken. Hier sehen wir bei chinesischen Banken genauer gesagt, dass hier mehrere Manager, hochrangige Manager verhaftet wurden von Banken. Was ist da los? Offenkundig sind da die Bilanzen so faul, dass es schon zum Himmel stinkt und man braucht dann ein paar Sündenböcke und die werden dann natürlich gefunden. Und jetzt passiert Folgendes und das finde ich hochinteressant. Nordkorea hat heute mitgeteilt, also man missbilligt auf das Allerschärfste, dass sich die USA in diese Taiwan-Geschichte einmischen würden und hat dann kurz danach praktisch einen Raketentest veranstaltet, der also begründet wird mehr oder weniger mit der Einmischung der USA, angeblichen Einmischung der USA in Taiwan. Sehr verdächtig. Das zeigt mir, das deutet für mich darauf hin, dass diese Taiwan-Geschichte jetzt immer weiter hochkocht. Jetzt werden sozusagen die Vasallen, die am Tropf Pekings hängen, wie Kim Jong-un, die werden jetzt in Stellung gebracht. Ja, ihr bösen Amerikaner mit Taiwan. Taiwan wird der Zankapfel jetzt sein in nächster Zeit. Da bin ich fest davon überzeugt. Xi Jinping hat nach inoffiziellen Informationen ein Angebot von Joe Biden eines Treffens abgelehnt, weil eben die Politik der USA mehr oder weniger offen China-feindlich sei, gerade wegen dieser Taiwan-Geschichte. Also das riecht nach meiner Auffassung nach einer Eskalation, die uns da ansteht. Eskalation auch in Sachen Schuldenobergrenze. Irgendwann im Oktober wahrscheinlich wird das Geld ausgehen. Jetzt sagte Goldman Sachs, das könnte ziemlich heftig werden. Das könnte so heftig werden wie im Jahr 2011. Damals ja dann die Abstufung durch S&P, die Ratingabstufung der USA durch S&P 500. Hier unten sehen wir mal eine Grafik, die so ein bisschen versucht zu ermessen, wann geht die Kohle aus. Man hat ja jetzt sozusagen durch Sondertöpfe versucht man sich da noch weiter von Tag zu Tag zu retten. Deswegen kann man nicht sagen, wie lange diese Mittel reichen. Und jetzt sagen die Republikaner unter Mitch McConnell, also die Schulden
Schuldenobergrenze, da sind wir nicht dabei. Das mögen bitte die Demokraten alleine machen. Und auch innerhalb der Demokraten gibt es ja Leute, die sagen, finde ich nicht so gut, vor allem jetzt gerade mit der weiteren Infrastrukturbombe, die da kommen soll durch Joe Biden. Also das spitzt sich auch zu. Das ist jetzt nicht tagesrelevant, wird heute keine Rolle spielen, aber spielt am Anleihemarkt für US-Staatsanleihen mit kürzerer Laufzeit, spielt es schon eine Rolle. Wie gesagt, heute nicht relevant, aber mal als Perspektive für den Hinterkopf. Jetzt hatte ich gestern ja die Frage gestellt mit den Inflationsdaten aus den USA, ob die so ganz koscher sind. Und jetzt hat Jeff Gundlach, der Bond-Guru, hat offenkundig mein Video gesehen, ne, und hat gesagt, der Marcus Fuckman, der hat recht, right? Und er hatte gleich mal hier nachgelegt mit einigen Präsentationen. Da sagt er also, wenn man die Mieten wirklich anständig berechnen würde seitens des Bureau of Labor Statistics, das die Daten erhebt, dann hätten wir praktisch eine Inflation von 12%, also hier deutlich höher, als sie offiziell ist. Er sagt auch, die Mieten werden deutlich nach oben gehen in den nächsten Monaten und das wird dann, wie gesagt, in die Inflationsberechnung einfließen müssen. Versuchen die Statistiker hier die Daten ein bisschen runter zu manipulieren. Jeff Gundlach sagt, ja, ich denke auch, dass das entweder eine andere Methodik ist oder durchaus bewusst ist, kann ich nicht entscheiden. Jedenfalls sind faktisch eben diese Berechnungen wohl falsch. Diese Rent und die Homeowner Equivalent Rent machen ein Drittel der gesamten Verbraucherpreismittlung aus, also sind sehr, sehr bedeutsam. Wir sehen also hier, Druck kommt für eine dauerhafte Inflation, vor allem in den USA über die Mieten. In Europa sind es vor allem die Energiepreise, die ja stark steigen. Und hier nochmal zurück in die USA. Wir haben gestern ja gesehen, dass die Verbraucherpreise einen Ticken niedriger waren zum Vormonat. Und das liegt vorwiegend eben an den sogenannten Reopening-Komponenten. Also solche Geschichten wie Flugzeugtickets, die stark gefallen sind. Solche Geschichten wie Preise für gebrauchte Fahrzeuge, die gefallen sind. Da sehen wir, das war sozusagen hier der Rückgang, den wir gesehen haben. Aber diese Reopening-Komponenten machen nur 14% der gesamten Berechnung des CPI aus. Viel wichtiger sind die sogenannten Persistent Inflation Komponenten, also die sozusagen mit dem Reopening jetzt der Wirtschaft nichts zu tun haben, und da ist diese Berechnung deutlich gestiegen, sind die Preise in diesem Bereich deutlich gestiegen, jetzt seit vielen Monaten schon, jetzt liegen wir deutlich höher als vor der Pandemie, und hier sagt Jim Bianco, das ist der permanente Inflation und sie geht weiter nach oben. Also Gundlach ist in dem Camp, Inflation ist nicht transitory. Jim Bianco, der auch sehr angesehen ist in den USA, immer wieder bei CNBC und anderen Sendern dort als hochseriös eingestuft wird, ist auch in diesem Camp. Das zeigt, dass die Fed vielleicht langsam so ein bisschen hinter der Kurve ist. Und Jim Bianco fasst es nochmal zusammen. Also die vorübergehenden Komponenten, die gehen nach unten, weil die Delta-Variante eben die ökonomische Aktivität ein bisschen eingeschränkt hat. Eben Flugverkehr etc. All das ist weniger geworden. Aber die dauerhafte Inflation, die steigen und steigen. Und die Frage ist, ob das die Aktienmärkte jetzt eben einpreisen, weil man sich Sorgen macht um Margen. Wenn die Kosten für die Unternehmen immer weiter steigen und gleichzeitig diese Kosten nicht so direkt weitergegeben werden können, sondern erst mit Verzögerung, dann geht das auf die Margen. Wir haben gestern jetzt schon Gewinnwarnungen von einigen Unternehmen gesehen. Jetzt heißt es, dass auch die Chippreise weiter steigen werden. TSMC wird also die Chippreise anheben, einer der ganz großen im Markt. Das wird einen Sogeffekt haben, das werden andere dann auch tun, zumal man es jetzt eben kann, weil alle im Prinzip aufgrund dieser Chip-Shortage diese Chips brauchen und wollen. Das heißt, die Anbieter, die diese Dinge herstellen können, höhere Preise verlangen. Und all das scheint so ein bisschen, nämlich vor allem diese Margenproblematik, dazu geführt zu haben, dass gestern nach anfänglicher Freude über die etwas niedrigeren Verbraucherpreise dann die Aktienmärkte in den USA wieder zurückgekommen sind. Der S&P 500 jetzt in 6 der letzten 7 Tage negativ. Gleichwohl ist der Index nur 2% von seinem bisherigen Allzeithoch entfernt. Und immer noch 18% im Plus diesen Jahres. Also wir sehen, wir sind jetzt auch wieder gestern unter 1% rausgegangen. Die 18. oder 19. Sitzung hintereinander, ohne dass die Indizes sich hier 1% bewegt haben. Dow Jones dagegen knapp 1% verloren, S&P gutes halbes Prozent, Nasdaq etwas besser.
Die Small Caps, die haben mehr als 1% verloren, weil sehr stark Finanzwerte darin enthalten sind, 20% im Russell 2000, und die Finanzwerte sind runter, weil gestern auch die Staatsanleihenrenditen gefallen sind aufgrund der etwas niedrigen Verbraucherpreise. Hier sehen wir nochmal die Entwicklung, wie gestern oben im Chart, wie gestern der Tagesverlauf gewesen ist. Dow Jones und die Small Caps, also der Russell 2000 mit dem schlechtesten Tag seit Mitte Juli, und jetzt sagt man ja, sind alle bärisch? Ja, die Großbanken sind bärisch. Die haben alle gesagt, 5% Korrektur ist jetzt mal drin. Kontraindikator vielleicht, aber wir sehen, dass viele eben nicht abgehedged sind. Hier die Umfrage der Bank of America unter den ganz großen Investoren zeigt, dass die Absicherungsquote deutlich gefallen ist. Also die großen Player sind weniger gehedged, als sie es vorher waren. Und die großen Player sehen auch, dass die Profiterwartungen deutlich gefallen sind. Das geht immer weiter nach unten. Und hier unten eine interessante Frage, nämlich erwartest du, dass wir ein Wachstum über Trend haben und dementsprechend auch die Inflation über Trend liegt? Da ist die Erwartung etwas zurückgegangen, aber vor allem, was hier deutlich gestiegen ist, ich erwarte, dass das Wachstum unter Trend ist, aber dennoch die Inflation über dem Trend ist, also Stagflation. Hier sehen wir, dass dieses Stagflationsszenario jetzt auch von den großen Playern immer stärker auch gespielt wird. Und vor allem die Margenerwartungen, wie werden sich die Margen entwickeln? Deutlich jetzt im negativen Bereich. Deutlicher Absturz, also hier zeigt sich, dass hier die Profis schon sehen, dass die Margen wohl nicht mehr das Ding sind, das den Unternehmen die Riesengelder in die Kassen spült. Das war im zweiten Quartal, im dritten Quartal, ab dem dritten Quartal wird das anders. Und wie gesagt, dann stellt sich eben auch die Frage nach den Bewertungen, wenn die Margen der Firmen nicht mehr so toll sind. Hier nochmal die Umfrage, was sich geändert hat zum Vormonat. Wie ist man positioniert, und vor allem Japan ist jetzt in. Wir haben heute den Tankan-Bericht des verarbeitenden Gewerbes gesehen. In Japan deutlich abgefallen, aber der Nikkei steigt immer weiter, seit Suga seinen Rücktritt erklärt hat. Auch das ist so ein bisschen Schizophrenie. Hauptsache Suga ist weg, die Wirtschaft kann absaufen, die Welt kann untergehen, der Himmel uns auf den Kopf fallen, aber Hauptsache der Suga ist weg, ne? Und lang war er ja eh nicht da, der Ministerpräsident. Also wir sehen hier, Japan sehr, sehr gesucht. Da ist man stark investiert. Und jetzt ein kleines Problem, der S&P 500 ist ja weiter gestiegen, aber der Dow Jones Transports, der ist weiter unter Druck, Fluglinien, Eisenbahn etc. gelten ja so ein bisschen als Frühindikator für die Wirtschaft, und nach Dow Jones Theorie ist das unschön, wenn der Dow Jones Transports unter Druck ist, aber der Gesamtmarkt weiter steigt. Hier Ottavio Costa sagt, das ist hier jetzt zu einer Zeit, in der die chinesische Wirtschaft riesige Probleme hat, und die Probleme haben wir gesehen, bekommen jetzt auch die US-Aktienmärkte Probleme, wir werden sehen. Now to something completely different, nämlich zu der deutschen Bundestagswahl, die ja nicht lang hin ist, ne? Eineinhalb Wochen noch um und bei, und jetzt hat Christian Rieck, den wir als Gast in Boom und Bust hatten, sich mal die verdeckten und unbewussten und bewussten Botschaften der Parteien angeschaut. Das ist ein absoluter Hingucker, ich konnte mich kaum davon lösen, habe es mit meiner Familie dann nochmal angeschaut, wie Christian Rieck, wie genial er das analysiert, wie Botschaften voll in die Tonne gehen oder voll wirklich aufgehen. Er hat da alle Parteien untersucht, also von CDU, SPD, AfD, FDP, Linke, alle sind dabei, FDP, also das ist ein absoluter Hingucker, werde ich Ihnen unter das Video verlinken, wenn Sie Zeit haben, tun Sie sich das an, ich kann es nur allerwärmstens empfehlen, es macht riesigen Spaß, und Sie werden da Dinge entdecken, die Christian Rieck so genial erklärt, das ist Kracht. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start in diesen herrlichen Mittwoch und sage Ihnen Servus und Ciao.